Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pokémon Leuchtende Perle. Wir wollen uns heute am dritten Arenaleiter versuchen, nachdem wir es wirklich drei Sessions lang versucht haben, überhaupt hierher zu finden. Gut, die letzten zwei Sessions waren nicht besonders lange. Hatte ich nicht so viel Zeit, war ein bisschen doof, weiß ich. Deswegen zählen wir die mal als eine. Wir haben es zwei Sessions lang versucht, also hierher zu finden. Haben es ja jetzt auch geschafft. Sehen auch, das ist anscheinend eine Kampfarena. So wie die ganzen Karate-Männer sich hier im Kreis drehen. Vielleicht wäre es an der Stelle dann auch angebracht, die Pokémon-Reihenfolge zu ändern. Und Papyro wird gegen das Goldblatt getauscht. Golbat, nicht Goldblatt. Das hat nämlich eine Windattacke und dagegen sind die Kampf-User, Kampftrainer hier schwach. Beziehungsweise die Kampf-Pokémon. Machen wir die alle mal fertig. Die extra XP nehmen wir natürlich mit. Der Darius, der Gute. Der sagt, er will kämpfen. Sagen wir nicht nein. Nicht, dass wir es könnten. Aber wir wollen natürlich auch kämpfen. So. 25, wir sind 28. Das ist erstaunlich, wie nah die uns doch schon wieder sind. Und ruckzuck, da war es erledigt. Und wie immer habe ich nicht drauf geachtet, wie viel Pokémon er hat. Lass doch mal gucken, ob es das war. Ne, noch ein Mascholung. Ne, Maschok hatten wir ja gerade, also hat er jetzt ein... Oh Mann, das Schwächere zuletzt. Guck mal, der hat mit dem zweiten Pokémon angefangen, gerade zu kämpfen. Wie geht denn sowas? Natürlich wollen wir unser Goldblatt nicht aus... Alter Schwede, was ist mit mir los? Goldblatt, und doch ein Goldblatt. Soll ich vielleicht doch zum Spitznamen Verlerner gehen und das hier mein Goldblatt in Goldblatt umbenennen? Was? Ach, der eine Silberblick. Na gut, wenn er jetzt Silberblick immer weitermacht, habe ich auch kein Problem mit. Kann er die ganze Zeit machen. Solange wir angreifen können, ist gut. Ah, sieh an. Erledigt. Level up. Das ist sehr gut. Tarnsteiner. Ah, weiß ich gar nicht, ob wir die lernen wollen. Das ist ja dafür da, dass wenn Pokémon hier, wenn die getauscht werden, dann nehmen sie Damage. Nee. Passiert viel zu selten. Und vor allem werden sie erst dann richtig effektiv, wenn das Pokémon ständig wechselt. Müsstest du mit irgendeinem... Oh, 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 oh. Ja, krass. Das ist das Wenigste, womit ich gerechnet habe, dass das so schnell passiert. Jetzt haben wir einen X-Butt. Kriegt nochmal extra Damage-Punkte. Sehr nice. Giftstreich. Ja, warum nicht? Die wird doch besser als die Giftzahnattacke sein, oder? Hat hohe Volltrefferquote auch noch. Ja, nice. Aber hier das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. Und hier nur das Ziel wird eventuell vergiftet. Gibt es da Unterschiede? Ich dachte, Gift ist Gift und das tut immer gleich wirken. Aber so oder so, Giftzahn wird verlernt.
Okay. Ah, ich dachte, ihr könnt, das wären Treppen, die es nach oben führen, aber da kann ich irgendwie nicht vorbei. Dann sei dem so. Da sie von sich behaupten, sie sind ein Quartett, dann wird es hoffentlich auch nur 4 Stück geben. Der 2-Pokémon. Okay, ich habe drauf geachtet. In der Theorie dürfte das X-Bad ja immer zuerst angreifen. Ist es schwächer geworden? Oder ist das... Das ist das eine Level, dass das Machop hier so viel mehr aushält. Naja, dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Trainer hier, der Level 25er Machop hat. Das wäre ja richtig deprimierend, wenn jetzt hier, ich gehe mal von aus Spezialangriff oder was es ist, gesunken wäre. Auch das kriegen wir klein. Da könnten wir bestimmt hoch. Hier auch. Aber wir wollen ja kämpfen. Deswegen machen wir hier natürlich zuallererst die Trainer. Ach, ein Pokémon, das wird auch stärker sein als 25. Ach, sieh mal an. Von rechts nach links. 1, 2, 3 Pokémon jeweils beim Trainer. Das heißt, der vierte wird 4 haben, oder? Alter Schwede, bin ich ein Fuchs, dass mir das aufgefallen ist. Okay, da haben wir den Klodwig erledigt. Komischer Name, die Mutter gehört geschlagen dafür. Oder der Vater, wer auch immer. Er will sein Kind Klodwig nennen. Das ist doch vorprogrammiert, dass der in der Schule gemobbt wird. Servus Panda, schönen guten Abend. Mir geht's gut, und dir? Ach Herrgott, das ist mir nie aufgefallen. Ach, hier geht's... Nee, das hier ist ein Podest? Ja, ein Podest. Hä? Okay. Oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach Gott. Ich hab's so ein Schreck. Ey, nimm mir die Augen raus und setz mir neue ein. Bis ich hier gesehen hab, dass wir hier auf einer höheren Ebene sind und hier runterlaufen und hier einfach wieder hoch auf die Ebene. Ich hab total schepp geblickt auf das Ganze. Okay, also ich kann gegen die Sachen laufen. Oh. Was kann ich das hier? Ja, auch gut. Außer, dass du gerade belästigt wirst. Hast du Besuch? Oder tun dich deine Eltern ein bisschen ärgern? Okay, komm. Trainer Nummer 4 erstmal. Dann machen wir das Rätsel hier. Der Marius, das ist doch mal ein anständiger Name. So. Jetzt habe ich nicht aufs Level geachtet. Hat Attacke E verfehlt. Gut, haben wir nochmal eine Chance, uns das Level anzugucken. 25. Oh, der hat aber jetzt 3 Pokémon. Das ist enttäuschend. Da haben sie echt die Nummer mit dem Quartett vermasselt. Der hätte jetzt 4 haben müssen. Ah, dein Bruder nervt dich.
Dann aber auch schöne Grüße an den Bruder von Panther. Das gibt's ja nicht. Mein Goldbot war stärker als das X-Bot. Das ist ja richtig enttäuschend jetzt. Brauche ich immer zwei Angriffe. Vorher habe ich nur einen gebraucht. Da macht er sich stark, das Mashok. Na gut. Level 30. Lass uns doch gerade mal gucken. Spezialangriff ist auf 49. So, lang genug. Das kann ich später im Video nachgucken, wie viel mehr, wie die Werte von Golbat früher waren. Ob da sich wirklich alles verschlechtert hat oder besser wurde, was auch immer die Werte dann anders sind. Ja, mal gucken. Gyarados versucht, Regentanz zu erlernen. Gucken wir doch mal, was hat denn Gyarados noch so? Regentanz macht natürlich Wasserattacken stärker und Feuerattacken schwächer. Machen wir mal Tackle weg. Er hat sich bedankt. Ja, siehste? Manieren hat dein Bruder. Ist doch schön. Okay, hier wird noch ein Mashok eingesetzt. Na gut, das kriegen wir auch fertig. Setzen wir doch mal Giftstreich ein. Ich würde mir gerne die Windattacken für den Arenaleiter aufheben. Da habe ich nur 10 Stück, wenn der Arenaleiter 5 Pokémon hat und ich jeweils 2 Angriffe machen muss. Eventuell sogar einen dritten, dann ist es besser, dass wir uns jeden Angriff aufheben. Und ich könnte zum Pokémon Center laufen, ich weiß, aber ich bin faul. Ich bin richtig faul. So, das Quartett ist erstmal besiegt. So, der Weg ist schon mal frei. Das heißt, wir könnten das hier jetzt machen. Schon fast. So können wir es machen. Oh. Das heißt, wir müssen erstmal ganz... Ach, ganz links können wir durch. Okay. Dann haben wir das geschafft. Und dann... Ja, jetzt wird's interessant. Geht es noch weiter nach rechts? Nee, doch, geht. Krass. Es sah jetzt nicht wirklich danach aus, als ob es so weit nach rechts gehen könnte. Dann das hier auch wieder, jo. Na, dann haben wir das Rätsel ja gelöst. Und habt ihr es mitbekommen? 2023 soll wieder Takeshis Castle ins Fernsehen kommen. Da bin ich mal gespannt drauf. Das gab ja nur zweimal, dass der besiegt wurde. Wohlgemerkt, das Endspiel ist ja auch immer sehr fies gewesen.
Selbst wenn man es bis dahin geschafft hat, war man total unfair behandelt worden. Aber gut. Mal gucken, wie es 2023 wird. Und da haben wir die gute Hilda. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arena-Leiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht und ich habe keine Ahnung, wie ich es zur Arena-Leiterin geschafft habe. Das ist immer gut. Nie wissen, wie man an die Position gekommen ist, wo man gerade ist. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Was Takeshis Castle ist? Ach, stimmt. Das habe ich noch in meiner Kindheit sehen können. Waren aber auch nur noch Wiederholungen. Ich glaube, das war frühe 90er, wo es hauptsächlich im Fernsehen lief. Und zwar war das sowas wie Ninja Warrior, das könntest du kennen. Hindernisparcours, wo Leute dann teilgenommen haben. Einige Etappen mit Masse, wo 100 Leute losgelaufen sind, später dann auch Einzelherausforderungen. Und zum Schluss, es sind alle, die in die Endrunde zusammengekommen sind, in eine Endrunde quasi gestartet, die, glaube ich, fast immer sozusagen sowas wie Art Autoscooter waren. Jeder wurde in eine Art Mini-Auto gesetzt, das so ein bisschen an die Römer-Streitwagen erinnert hat, mit Wasserpistolen. Und die Gegner, Takeshis Castle und Co. hatten das auch. Man musste Zielscheiben am jeweiligen anderen Wagen treffen. Und Takeshis Leute hatten halt irgendwie gefühlt immer 20 Leute mit 200 Wasserpistolen, wo es dann am Ende auch mal sein konnte, dass halt irgendwie 3-4 Leute gerade mal gegen die 20 Leute dann angetreten sind, weil mehr Zuschauer es nicht bis ans Ende geschafft haben. Deswegen war es nicht verwunderlich, dass er so selten geschlagen wurde. Gibt genug auf YouTube. Kannst da Takeshis Castle eingeben und dir dann ganz witzige Zusammenschnitte angucken. Das ist natürlich hart jetzt. Aber heilen bringt nichts. Der wird es ja dann einfach nur wieder einsetzen und statt mich wieder heilen. Also Mashok erledigen, sind wir safe. Ein Pokémon weniger beim Arena-Leiter. So. Wechseln wir doch mal das Pokémon. Wie wäre es mit Lucario. Komm, Luxtra. Warum nicht? Boah, ich weiß gar nicht, ob Takeshis Castle auch in der europäischen oder amerikanischen Version gab oder ob das anders hieß. Es gab auf jeden Fall auch mit nicht nur japanischen Leuten, dass Takeshis Castle auch mit westlichen Kulturen, ich glaube, das war Amerika. Das war dann immer nur auf Deutsch übersetzt oder andere Sprachen. Ist ein bisschen lang her, dass ich es gesehen habe und es noch genau weiß. Gleich geschafft. Was? Ein Heilschlag? Ey, Cheetah. Ach du Schande. Ob Unlicht gegen Kampf stark ist? Nee. Schreckt es wenigstens zurück? Nö. Jo, damit hat es sich fast komplett wieder geheilt. Ich
Ganz ehrlich, was soll das Spiel? Luxtra würde gerne gestreichelt werden. Mitten im Kampf. Warum? Was? Wieso? Haben wir uns das letzte Mal schon drüber aufgeregt? Jetzt wieder. Ich guck gleich mal in den Optionen, ob man das ausstellen kann. Das nervt ja. Wer will denn das lesen? Mitten im Kampf? Verlängert doch nur dieses ganze System. Arceus war deswegen so gut, weil alles so flott ging. Es hat so wunderbar schön Hand in Hand alles gespielt. So, so oft wie sie die Attacke einsetzt, kriegen wir die als TM am Ende. Wow, auch nicht der Burner. Cool, Kaskade kann zurückschrecken. Soll er doch noch 100 Mal den Angriff einsetzen, bald hat er keine AP mehr dafür. Aber ich werde noch Pokémon haben. Problem ist die Initiative, die jetzt so hoch ist bei ihm. Volltreffer, ja! Gut, auch mal Zeit. Warum habe ich Pokémon gewechselt überhaupt? Ich hätte ja mit Luxtra das gleiche Spiel treiben können. Ich wollte aber, dass Luxtra auch noch XP bekommt. Wenn es besiegt worden wäre, wäre das einfach nicht mehr der Fall gewesen. Yay! Danke, Panther! Das muss ich sagen, das gefällt mir richtig. Dass diese Ordenstasche da jedes Mal gezeigt wird, aufgeht, der Orden reingelegt wird. Dass das nicht mehr wie früher einfach nur so ein Screen ist, wo es auf einmal auffunkelt. Oh, ich kann Fliegen jetzt einsetzen. Ableithieb, wer hätt's gedacht? Na, dann gehen wir mal. Wir haben es geschafft. Wir dürfen jetzt Fliegen einsetzen. Och, ist die gemein. Die kommt gleich her, um uns aufzulauern, um gegen uns zu kämpfen, um dann zu sagen, hahaha, Mann, bist du schlecht, dass du hier verloren hast gegen mich, nachdem du gegen 4 Trainer und einen Arenaleiter gekämpft hast. Hyplei, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galaktik hatten sich geschnappt. Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Das klingt ein bisschen dubios. Wer weiß, was die mit uns anstellen will. Es gibt doch auch Polizisten in der Welt der Pokémon. Wundert mich eigentlich, dass hier nirgendwo Officer Rocky rumläuft. Ah, da war's Pokémon Center. Okay, damit sind sie wieder aufgepäppelt, die Guten. Wir sollten mal Dings wechseln. Lanas PC war's, ne? Bill war's ja in der roten und blauen Edition. Bidifas wollen wir mal tauschen. Wir haben schon Wasser-Pokémon mit Garados.
Jetzt können wir uns überlegen, was wir noch mitnehmen. Feuer brauchen wir nicht. Haben wir Panpyro. Wir haben Stein, wir haben Flug, wir haben Kampf mit Panpyro. Uns fehlt Pflanze zum Beispiel. Und so. Mich wundert, dass hier so wenig drin sind. In Arceus ging das so schnell, da hatte ich so viele. Nehmen wir Knospi mit? Oder wollen wir uns das nächste Mal überraschen lassen, wenn wir ins hohe Gras gehen? Ne, wir können es ja jederzeit austauschen. Wir nehmen Knospi mit. Tut ja nicht weh, wenn es ein paar Level abkriegt. Die Lagerhalle. Das wird keine sein. Das sieht wie ein Hochhaus aus. Ein Kaufhaus. Ui, da gehen wir mal rein. Ach, guck mal, da hinten neben ein Kaufhaus. Da war sie gerade. Was haben die denn so? Drank, Supertrank, Hypertrank, Toptrank. Ich könnte ja alles kaufen. Habe ich 7. Supertrank. 700. Wie viel heilt der? 60 KP. Wie viel hat die Kumu-Milch geheilt? Das gucken wir gleich mal nach. So, die... Nee, warte mal. Hier müssen wir hin, oder? Da, die Kumu-Milch. 100 Punkte. Für 500 das Stück. Da gehen wir doch einfach nur noch Kumu-Milch kaufen. Ist ja unsinnig. Oh, was ist denn das hier? Geheimgeschenk. Neu. Ja, gucken wir doch mal, was wir hier kriegen. Na sowas, ich bin mit dem Internet verbunden. Na gut, dass er mir das sagt. Keine Geschenke vorhanden, willst du mich verarschen? Warum war dann hier gerade das Symbol dran? Ey, das Spiel veräppelt mich. Okay, Pokebälle 17 Stück, Superbälle haben wir 2, Hyperbälle, ah, komm. Guck mal, Superbälle. Nehmen wir mal 20 mit. Und dann Pokebälle. Nehmen wir mal 30 mit. Schadet nie ein bisschen was zu viel dabei zu haben davon. Superschutz nehmen wir auch mal mit. Ups. Ist jetzt gerade nicht so meine filigranste Eingabe gewesen. 5-mal daneben gedrückt, bis ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Nope. Ich lese jetzt nicht mehr jeden Charakter vor, aber ich erhalte Blütensticker, ist doch schön. Ich will die nur kurz anquatschen, um zu gucken, ob ich irgendwas krieg. Wie die Sticker halt. Was hatten die Guter hier? Wahrscheinlich Angriff. Okay, die begrüßt mich nur. 3 Stück direkt. Irgendjemand wird TMs verkaufen, irgendjemand Angriffsplus und so weiter. Jo, da sind diese ganzen X-Angriffsdinger. Ah, hier. Haha. Kannst du knicken, dass ich davon irgendwas hole? Ich weiß nie, wie ich die effektiv einsetzen soll. Du darfst irgendwie 5-mal einem Pokémon was geben, danach nie wieder. Wenn es überhaupt noch 5-mal ist. Okay, wir haben noch eine App bekommen, den Poketech-Zähler.
Wow, ich kann bis 9999 jetzt zählen. Okay, noch eine Ebene. Gehe ich mal von aus. Oh ne, es geht nochmal hoch. Interessant. Hier, da sind die TMs. Kann man sich einfach mal merken, dass es das hier gibt. Und wahrscheinlich hat die auch nochmal welche. Ja. Okay, letzte Station, hoffentlich. Immer noch nicht. Alter Schwede, ist das groß. Ecksockel XS. Ach, das ist für diese Untergrund Dings. Basenbau. Echt jetzt, nur damit das Einkaufszentrum irgendwie halbwegs Sinn macht und viele Personen drin stehen, habt ihr jetzt noch einen extra Verkäufer hingestellt für zwei Sachen. Danke. Und wow, letztes Stock. Klettdorn bekommen, ui. Wenn ein Pokémon ihn trägt und dann von einem anderen Pokémon getroffen wird, das gerade kein Item bei sich hat, heftet er sich an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Ui. So, wir nehmen natürlich den Aufzug nach unten. Und dann helfen wir doch mal der Lucia oder Lucia oder irgendwie so hieß sie. Das Mädel mit den blauen Haaren. Haben wir direkt einen Doppelkampf wieder. Geh ich mal von aus. So, ach, Story-relevant, das sollte ich vielleicht vorlesen. Nicht diese NPCs, die eigentlich nur Füllertext haben. Ach, wie gut. Oh, tut beide gleichzeitig angreifen. Nice. Ach Mist, die können das auch. Ach, man müsste eigentlich mal mit einem Level 5 Pokémon hingehen und später ein Level 70 Pokémon besiegen. Das muss abgehen in Level Up. Du, damit ist das Pudoks Geschichte. Ob der auch nochmal ein Skankerpoo hat? Wow, das war... Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das gleich so viel Damage macht.
und zwei Kindern besiegt, das darf nicht wahr sein. Hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager im Auge behalten. Schink doch zum Himmel, unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Dein dämlicher Pokédex interessiert doch eh niemanden. Team Galaktik werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören. Hier, nimm ihn, da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Was ist hier denn los? Warum laufen die Typen von Team Galaktik durch die Straßen und benehmen sich, als würde alles ihnen gehören? Vielen Dank, Blei, ganz ehrlich. Wenn Professor Albi jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, ich mag gar nicht daran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ach, in der Lagerhalle ist doch bestimmt noch was übrig für uns. Gucken wir doch mal nach. Siehste, da ist doch schon das erste. TM94 fliegen. Okay, wird allgemein als TM. Wir brauchen einen Schlüssel. Hätte ich lesen sollen, was der sagt? Ich habe es jetzt nur weggedrückt. Machen wir nochmal. Hey, was haben wir denn hier? Du gehörst ja mal gar nicht zu Team Galaktik. Du bist dazu noch ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideberg. Was? Ach, darum geht es gar nicht? Na gut. Ich schätze mal, wir kriegen den Schlüssel von der anderen Seite, wenn wir durch den Keller da hochkommen. Reine Vermutung. Ich würde sagen, sieht ganz gut aus, was wir hier geschaffen haben in der Stadt. Wir könnten jetzt hier nochmal gucken, was das hier ist. Das Galaktikgebäude von Schlaede. Wir träumen vom Universum. Ja, ich melde mich mal an. Herzlich willkommen. Dies ist die Galaktikzentra. Verzeihung, ich meine natürlich das Galaktikgebäude von Schlaede. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Alter Computer. Okay, ich dachte, es wären Kämpfer jetzt. Na, sieh an. Das ist ein ganz schön weiter Weg für diese kleine Lücke. Aber das heißt, wenn ich rechts reingehe, komme ich auf der anderen Seite raus. Und das ist ein Teleporter. Zauberei. So, steht drauf. Warum passiert nichts? Mann, ist der Teleporter-Alarm. Ach, nee, hier kann ich auch nicht durch. Okay. Na dann, lass mal gucken. Kommen wir hier rein? Oder brauchst du dafür wieder irgendwas? Ich brauche auch hier einen speziellen Schlüssel für. Ja, dann würde ich mal behaupten, Schlaede ist abgeschlossen. Dann könnten wir mal gucken. Wir müssen nach Weideburg. Und wo ist das? Ist das hier? Ja, das ist hier unten. Okay, das heißt, wir machen die Route jetzt hier runter. Und gehen nach links. Wahrscheinlich werden wir von dort nach dort geschickt. Und dürfen dann irgendwie hier hin, um hier hoch oder so zu machen. Irgendwie sowas.
Die Frage ist jetzt natürlich, wollen wir Panpyro wieder an die erste Stelle setzen? Hört sich nicht verkehrt an, oder? Ah, das ist der erste Trainerkampf. Und das ist ein Psycho. Achtung, hinter dir... Oder ist es ein Geister? Nee, ist ein Psycho. Seherin. Ja, eigentlich wäre da jetzt Goldbad, X-Bad, das ist ja mittlerweile gut gewesen. Hat ja eine Unlichtattacke, eine schöne. Dann ein Traumfugier. Komm, wir wechseln es mal. Wir wechseln es auf. Haben wir sonst noch ein... hier Unlicht? Gyarados. Gyarados darf uns mal zeigen, wie man Geister besiegt. Sag mal, sind die Level 13? Habe ich gerade auf das Level... Ne, 23, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Level 13? Was ist denn das für eine Route? Oh, mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Brauchst du ein Tempo? Ne, ich sammle keine Bären mehr ein. Mir geht's nur noch auf den Keks. Mit dem ganzen Anpflanzen danach wieder. Ja, hier geht's noch ums Eck. Ist hier nochmal was? Hey. So, jetzt gibt's hier zwei Wege. Hier geht's einmal in eine Höhle. Da gehen wir als erstes rein. Ich gehe mal von aus, genau, die ist zu. Jeder nennt mich nur den Ruinenmaniac, aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinenmaniac, der von Incognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich. Aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst die Incognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Ha, clever. So ist der Progress, also das die Höhle, an das Fangen der Incognito jetzt gebunden. Okay, interessant. So, der Otto, der Gute. Ein Cognodonten. Das war ein Fels-Pokémon, da war doch Dings hier stark gegen Kampf. Da war genau das Richtige gegen ihn. Ja, wir sind 10 Level oben drüber. Das schaffen wir doch mit einem Tempo-Hieb, oder? Ja, sehr gut. Voltwechsel, was macht denn das? Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Okay. Nö, ich sehe keinen guten Einsatzzweck dafür für mich.
Tja, soll er noch so viele Stein-Pokémon einsetzen? Ich kann Kampfsport. Was? Alter Schwede, das Kleinstein ist ja wie aus Stein. Hat voll den Schlag ausgehalten. Bronze, ja, das darf er auch einsetzen. Hab ich alles nichts dagegen, was der so im Petto hat. Kann auch alles nochmal einsetzen danach gerne. Machen wir ein Flammenrad und weg ist es. Tada! Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir dem schon im Gras begegnen. Tja, ach, die halten alle echt viel aus. Das, vielleicht ist mein Panduro auch einfach nicht stark genug. Ich bin einen halben Zentimeter gegangen. Schon kommt das nächste Pokémon. Ein Mogelbaum. Das fangen wir. Das wird doch auch einen Tempohieb aushalten. Achtung, jetzt ist es sofort kaputt. Hey, es hat sogar die Hälfte ausgehalten. Jetzt habe ich einen Premierball eingesetzt. Ich wollte doch einen Superball einsetzen. Warum ist denn der an zweiter Stelle? Ja, klar ist es sofort wieder draußen. Oh, das war so knapp. Angst, wenn ich jetzt noch einen Angriff mache, dann ist es kaputt. Alter Schwede, was ist denn mit dem los? Jetzt aber. Ey, die sind teuer. Wehe, du befreist dich. Das ist doch nicht wahr. Jetzt aber. Ja. Also, aber... Ist das ein... Was habe ich euch getan? Was? Wie? So? Weshalb? Warum? Jeden halben Schritt, den ich gehe, kommt mir jetzt ein Pokémon entgegen, oder was? Ach stimmt, ich sollte mein Büro vielleicht mal heilen. Boah, ich bin draußen. So. Beutel.
Dekumo-Milch. Yay, hat sich ja echt gelohnt für den Mini-Pilz. Oh. Das war jetzt eine kleine Überraschung. Ich habe den gar nicht mehr im Sinn gehabt, dass ich den gar nicht besiegt hatte. Wenn wir Bammelins mit einem Schlag fertig kriegen, dann können wir auch unser Pampyro da lassen. Na, ich würde sagen, das läuft ja ganz gut für uns. Okay, da gab aber auch ordentlich Geld, ne? Können wir echt nichts sagen. Da hat uns hier über 3600 Poké-Dollar gegeben. Der war echt großzügig. Okay, er hat nur ein Pokémon. Dann können wir auch Tempo-Heap einsetzen. Wow. Ein HP. Ach so, das ist seine Fähigkeit. Alles klar. Tja, dann war es das auch für das Schilterus. Hohes Gras. Oh, da liegt ein Pokéball. Aber ich habe Schutz gekauft. Komm, wir nehmen Schutz. Für was habe ich das denn gekauft? Oh. Ist der nicht hier? Wo ist der denn? Hier ist er. Und Doppelkampf. Oder auch nicht. Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht, aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Ach so, das ist ein Weg. Alles klar. Und was ist mit dir? Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Und hier darf ich wahrscheinlich wieder nicht vorbei. Stopp, stopp, stopp. Ja, dich meine ich. In Sonnewig, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Wegen Stromausfall. Ich darf durch jeden dunklen Wald alleine. Aber die Straße, die von Sonnenschein beleuchtet wird,
Darf ich nicht entlang gehen, weil am Ende der Straße die Stadt einen Stromausfall hat. Alles klar. Macht Sinn für mich. Restaurant, 7 Sterne, das Zuhause des guten Geschmacks. Halt, stopp, sagst du, Panther. Soll ich hier jetzt nicht weiter ins Restaurant gehen oder ist es einfach nur ein Witz wegen Halt, stopp, jetzt rede ich, dem RTL-Meme? In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Speisen. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit! Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe, obwohl es 7 Sterne hat. Er hat tatsächlich gefragt, ob ich kämpfen will. Und ich durfte sogar Ja und Nein sagen. Ich finde es interessant, dass wir im Restaurant in so einer Zwischensphäre sind, zwischen Realität und Schattenwelt. Seht ihr das? Die ganzen Gäste, die sind alle in dieser Nebelwand und wir sind noch so auf richtigem Boden irgendwie, so, zumindest so halb. Die sind schon arm dran. Für immer gefangen im 7-Sterne-Restaurant. Okay, du hast es nur auf den Mann bezogen. Gut zu wissen. Nahkampf. Ich glaube, das war eine sehr starke Attacke, oder? Gucken wir uns die mal an. Ja, eine 5-5er Attacke. Die tauschen wir gegen Tempo-Hieb. Bye bye, Anton. Wow, fast 6000 Poké-Dollar. Und hey, unser Pampyro entwickelt sich. Ja, hol dir mal was zum Snacken, Panther. Bis gleich. Glückwunsch, dein Panpyro hat sich zu einem Panferno entwickelt. Oh, jetzt ist die Vorspeise kalt geworden. Nächster Kampf. Tja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu overpowered mit dem Panferno gegen das Roselia. Aber was sein muss, muss eben sein. Es hatte keine Chance. Aber es gibt uns noch ein Geschenk mit den Giftdorn. Was soll ich sagen? Ich habe halt gespürt, dass Roselia einfach toxisch ist. Das wollte ich in dieser Community hier einfach nicht haben.
Alter Schwede, wie viel Schaden das Gift einfach gemacht hat. Die hat 1 und dann kommt der mit 3 an. Das ist ja irgendwie total unausbalanciert bei denen. Hätten sie ruhig mal 2-2 machen können. Okay, so, da gibt's also ein Preisgeld. Dann besiegen wir natürlich alle. Wieso? Was ist denn das Flauschi-Häschen für ein Pokémon? Achso, ich habe dagegen noch nie gekämpft. Das erklärt, warum hier unsere Attacken nur effektiv sind. Das müsste doch sehr effektiv sein, weil es ist ja normal. Voll normal. So, Panther schwärmt mir vor, wie lecker sein Snack ist, den er sich geholt hat. Verrät uns aber nicht, was er sich Leckeres geholt hat. Aber ich bin sicher, er ist so großzügig und verrät sie uns gleich, damit uns allen das Wasser im Mund zusammenläuft. Karotte schreibt der. Lecker. Da läuft mir auch immer das Wasser im Mund zusammen. Lecker Karotten. Snack-Karotten, um genau zu sein. So, jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass Panther irgendwas drauf sagt, nachdem ich gesagt habe, er hat Snack-Karotten sich besorgt. Hat er sich natürlich... Was heißt natürlich? Vielleicht hat er sich die besorgt, aber ich weiß nicht, was er sich besorgt hat. Ah, er schreibt es jetzt. Ein Vanille-Haselnuss-Hörnchen. Ja, das hört sich gut an. Ich hatte nur ein normales Haselnusshörnchen heute Mittag. So, haben wir das nächste Pärchen hier besiegt? Tja, wer mit der Kamera am Esstisch sitzt. Der hat sich hier extra noch beschwert. Jetzt müsst ihr uns erst ausgerechnet jetzt zum Kampf einladen. Sozusagen. Hockt aber da mit der fetten Kamera mitten am Esstisch. Die muss er ja mit beiden Händen tragen. Kann er auch gar nicht essen. Nicht mal ein Glas heben kann er dann. Ja, ich wollte schon gerade sagen, nachdem diese ganzen Meldungen kommen, komm, sag mir, dass irgendein Pokémon gestreichelt werden will. Ach,
Die alten Leutchen vertragen das, die haben Lebenserfahrung. Ich kann die so fertig machen. Das halten die schon aus. Die haben ihr ganzes Leben versagt. Da wird der eine Kampf, den sie jetzt auch noch verlieren. Einfach, das wird nicht mal das i-Tüpfelchen sein. Das ist doch, wir sind ganz am Boden des Eisbergs. Das ist nicht mal die Spitze. Wir sind irgendwo ganz unten. Das ist, das hat sich doch so schon bei denen ergeben, das ganze Leben lang. Ist nichts Besonderes mehr für die. So, das Pikachu. Hat der auch aus irgendeinem Grund wieder nur zwei Pokémon und die andere gar nichts mehr. Okay, noch ein Pärchen, was wir jetzt besiegen müssen. Das eine ist eine Gärtnerin. Nee, eine Züchterin war das. Dann setzt sie wieder Baby-Pokémon ein, hä? Wow, das ist neu. So, jetzt ist die Frage. Das oder das? Komm, Kadabra. Luxra möchte mal wieder gestreichelt werden. Ey, das nervt so. Steigerungssieg. Der Funkensprung wird es richten, wenn das nichts wird. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt Schönes bekommen. Gar nichts. Die reden doch alle vom Preisgeld und dann. Na gut. Dann kriegen wir wohl doch nichts Besonderes. Ich dachte, wir kriegen jetzt was, wenn wir alle besiegen. Wow, der ist auch schon eiskalt drauf. Der schwimmt in der Nacht. Das muss ein heißer Typ sein. Das war absolut schlechtes erstes Date für die, da hast du recht. Vor allem der Typ, der muss sich richtig cool fühlen jetzt vor seiner Freundin. Hat direkt vor ihren Augen verloren, der Arme. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinen Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Wow. Noch ein Projektleiter. Oh, es soll wiederkommen, wenn das komplett gefüllt ist. Das wird nie passieren. So, die Frau da hinten vermisst noch ihren Schlüssel. An der Rezeption hat sie gesagt, hat sie den noch gehabt. Die Frage ist natürlich, wo ist die Rezeption? Aber da oben ist ein Pokéball. Den holen wir uns natürlich. Ich dachte, das wäre offizieller Weg. Oh, AP+. Da
Damit könnten wir den Nahkampf um 2 weitere Angriffe füllen. Das sieht nach der Rezeption aus. Wow. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ist das der Itemfinder-Radar gewesen? Stück, okay. Hey, wir suchen jetzt nochmal nach den Schlüssel. Das kann ja nicht sein. Da muss ja irgendwo sein. Sie hat ihn verloren, hat sie gesagt. An der Rezeption hatte sie ihn auch noch. Also bei dem im Zimmer war er schon mal nicht. Wer hätte es erwartet? Okay. Ein Psycho, ein Rockstar und ein Clown. Und muss ich hier noch wieder drücken. Ah, ich verstehe das nicht. Ist das überhaupt das, was ich denke, was es ist? Ja, das war der Radar, aber gut. Na komm, dann laufen wir rum. Spam A. Vielleicht finden wir es ja irgendwo. Ach, das nervt, dass unser Panpyro hinten, Panfermo hinten dran läuft. Dann drücke ich nämlich immer wieder aus Versehen. Ah, wenn ich ihn angucke. Da ist er. Ha. Zufall wollte es so. Cool. Dann kriegt sie ihren Hotelschlüssel wieder. Du hast ihn für mich gefunden. Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Wow, das alles. Ja, bitte sei nicht zu großzügig, ne? Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein kleines Dankeschön für dich. Ich habe einen Lava-Keks erhalten. Uiuiuiui, ist das da bombastisch. Aber gucken wir mal, was der macht. Vielleicht ist der ja wirklich super fantastisch cool. Top-Trank Lava-Keks, eine Spezialität aus Bad Lavastadt, die alle Statusprobleme eines Pokémon heilt. Na gut, ist okay, ist okay. Hyperheiler macht's selber, aber hey, was soll's. Kämpfst du mit mir? Ja, tut sie. Hehehe, ich kann auch kämpfen. Hat sie gesagt. Aber dabei nicht bedacht, mit wem sie kämpfen sollte und mit wem nicht.
Nahkampf. Shit, Stuff zuerst. Tja, meine Kleine, ich hoffe, das war dir eine Lehre. Mit erwachsenen Kindern legt man sich am besten nicht an. Ich bin schon 10 und du bist erst 6 Jahre alt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt mein Hauptcharakter hier ist. Ich weiß, dass es in der ersten Edition Rote und Blaue ist 10 Jahre alt gewesen sein müsste. Wo die Jungs oder Mädels losgeschickt wurden, um Pokémon-Trainer zu werden. So. Dann müssen wir auch dem hier eine Lektion erteilen. Auch er will eine kleine Lektion lernen im Sinne von: Du wirst grün und blau geprügelt. Also ist ein Pokémon. Und jetzt muss er mit dem Gewissensbissen leben, dass er dafür verantwortlich ist, dass dieses Schalulos so leiden musste. Er hat den Kampf damit gesucht. Ich habe mich nur verteidigt. Und es langt ihm anscheinend nicht mal, dass eins jetzt ins Krankenhaus muss. Hier, Pokémon Center. Er hat sogar 3 Pokémon. Er sagt, nee, ich schicke sie alle raus. Okay, und nach diesem Konzept her dürfte das ja auch wieder ein Schalllos werden. Erledigt. Ich konnte mich nicht so gut bewegen. Mein Schwimmreifen war im Weg. Ja, eindeutig deine Schuld. Hier haben wir Angela. Was haben wir denn hier? Haus von Dr. Schrittritt. Fußabdrücke sagen alles. Na gut. Erzähl mir doch mal was über meine Fußabdrücke. Wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was er gerade... Oh, glaubst du mir etwa nicht? Nun, dann lass dein Panfermo doch mal vor mir herlaufen. Der wird mir jetzt sagen, was sein Panfermo, mein Panfermo denkt. Blei ist ein bemerkenswerter Mensch und Trainer. Dass ich in der Lage bin, das Beste aus mir rauszuholen, verdanke ich ganz allein ihm. Auf unseren Reisen sehe ich oft wilde Pokémon, die uns neidische Blicke zuwerfen. Uiuiuiuiui. Ich habe Fußabdruckband bekommen. Na gut, was macht denn das jetzt schon wieder? Na, das gehört anscheinend... Ach, keine Ahnung, wo es ist. Findest du es lustig, wenn ich nicht auf die Anzeige achte, die angibt, wie viel Pokémon jemand hat? Ja, habe ich auch festgestellt, dass ich da nie drauf gucke. Ich will aber nicht gegen die Trainer kämpfen. Jetzt guck schon weg, du... Danke. Eroas, ui, sehr schön. Raus, raus, raus. Shit. Sie wird mir zeigen, wie Erwachsene kämpfen. Das finde ich interessant.
sehr gute Entscheidung sind. Die Charmian ist genau das richtige Pokémon gegen mein Panferno. Dass dieser Steigerungssieb dein Pokémon one-shottet, ist vielleicht nur Zufall, könnte aber auch an deiner schlechten Eigenschaft liegen, die richtigen Pokémon für den richtigen Kampf auszuwählen. Sulle. Boah, wir haben es durchs Gras geschafft. Das ist immer so ein Schreckmoment, gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Warum steht die so hinterm Haus versteckt rum? Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Ach, ist das hier, wo das rote Gyarados im See ist? Also erstmal das Pokémon Center aufsuchen. Danach gucken wir uns im Dorf nochmal ein bisschen um. Und dann war es schon das für die heutige Pokémon-Session. So, aber lasst uns erstmal hier ein bisschen noch umgucken. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Arena. Dürfen wir da direkt schon rein? Oh, das sieht ja gut aus. Wir dürfen direkt zum Arena-Leiter. Geil, für die nächste Session. Können wir das nächste Mal direkt auch wieder einen Arena-Kampf machen. Sehr gut. Und er hat Wasser-Pokémon. So, hier haben wir noch ein paar Bären. Hier haben wir ein paar Leute. Aber haben wir sonst was Interessantes? Ah, hier geht's auf die nächste Route. Okay. Die sieht noch so ein bisschen besonders aus mit ihrem Regenschirm. Du erinnerst mich an diesen hibbeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Ah, musst auch gleich weg, Panther. Sehr gut. Dann haben wir es ja irgendwie unabsichtlich getimed, dass wir beide gleichzeitig aufhören. Ich würde sagen, ich habe hier kein Poke-Mart jetzt hier gesehen, damit wir die groovy Musik nochmal hätten hören können. Vielleicht das nächste Mal. Für heute ist auf jeden Fall Schluss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Pokémon. Vermutlich am Wochenende schätze ich, dass ich sonntags morgens, naja, was heißt morgens, ich schlafe bis mittags. Also Sonntagmittag eine Runde spiele. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und einen schönen Abend. Macht's gut. Bye bye.